So Leute, herzlich willkommen zurück bei Fallen und Pass auf Radiant. Kapitel 27, Schicksalswende mit, genau, Volker, Oskar. Wieder verwechsel ich die beiden. Naja, und wir haben uns ja schon das halbe Kapitel gearbeitet, whatever. Und mittlerweile ist das Heer des Gegners schon so weit geschrumpft, dass wir mehr sind, was ziemlich nice ist. Oh, er hat Schweigen. Kein Schlaf, er hat nur ein Schweigen. Und Schweigen ist relativ harmlos, wenn man bedenkt, dass es auf Resistenz geht. So, ich mach's hier hin. Dann kann Volker nämlich schon mal seinen Job als Dieb tun und uns um ein paar Items erreichern. Ein Speer! Mensch, die verfolgen mich! Wohl. So, und so wird alles Tutti Frutti. Dann machen wir mal den Gegner zu. Den Gegnerpunktzug. Ich hätte einen Bindestrich genommen anstatt einen Punkt. Aber okay. Das müssen die Lokalisatoren unter sich ausmachen. Das ist jetzt nicht meine Aufgabe zu entscheiden, ob da ein Punkt oder ein Strich gehört. Ich meine, Gegnerpunktzug. Gegnerischer Zug vielleicht. Aber trotzdem hätte ich da Gegnerzug rausgemacht. Und selbst Gegner, also mein gegnerischer Zug hätte auch nicht wehgetan. Da gehörte aber dennoch ein Strich hin. Nein. Wir werden es überleben. Meine Grammatik ist auch nicht mehr die beste. Ist schon zu lange her mit der Schule. Mir fällt jetzt gerade auf, dass das Tomahawk total gut zu Volkers, zu Oskars, Pferdeschmuck passt. Ja, das stimmt. Ich dachte eigentlich, dass du deswegen das so toll findest. Nein, ich mag einfach nur die Axt vom Design. Achso. Die finde ich sehr hübsch. Und Ziak finde ich auch sehr hübsch, auch wenn es aussieht, als hätte er einen Bademantel an. So, das war der Tiger. So viel zum gegnerischen Zug. Dafür kann man Ziak gebrauchen. Ich weiß, Leute, Mia bringt das freie Haus mit und es wird besser, noch toller. Aber ich bin da mehr so der Adept-Typ. Ich meine, man, okay, man findet einen Adept, könnte es mir geben, aber ein Gratis-Adept ist mir lieber als ein Gratis-Vorteil. Ja. Die können wir noch gebrauchen. Im Grande Finale. Ey, keiner kann ihn hier besiegen. Muss Oskar wieder ran. Nur Oskar kann ihn besiegen. Gut, dass Oskar noch den Panzerspeer hat. Peek. Hier wird rumgepiekt. Solange sie mit dem Zahnstocher rumpieken. Und das wird ziemlich erbärmlich. Stell dir vor, es ist Krieg. Und alle pieken sie mit Zahnstochern. Dann weißt du, was erbärmlich ist. Schon wieder so ein fetter Bischof. Ich glaube, die Computerbischöfe sind automatisch fett. Ja, Bischöfe. Ja. Dickes Loser. Kommt hin. Das kommt sehr gut hin. Und Level Up für Marcia. Ich glaube, Marcia wird es aber auch nicht schaffen, mal auf 20 zu kommen. Was ich halt auch bald maximal wird. Und das ist ziemlich cool. Aber weißt du, was ich auch cool finde? Dass du den Tiger das machen kann. Aber so. Oh, das ist ja bei den neuen KP keine große Kunst mehr. Und? Er könnte auch daneben treffen. Er kann zweimal angreifen. Bei einer Wahrscheinlichkeit von 100 wird er wohl nicht daneben treffen. Und er hat ein Level Up! Yay! Wow. So, dann kannst du mal bitte deine Magie erhöhen, dann hast du die wenigstens auf Maximum. Dafür ist deine Fähigkeit auf Maximum. Ja. Wie Level ist jetzt so? 15. Oh, na, kriegen wir den noch auf 20? Boah. Das sollte noch zu schaffen sein. So viele Level sind das ja nicht mehr. Und bei den Laput sollte uns eine große Hilfe sein.
Jetzt nur noch diesen Kriegerbogen-Typen kaputt machen. Hey, wo sind die EP? Aber er kriegt ja keine EP mehr. Nee, du musst ohne EP leben. Er bleibt EP-los. Und da haben wir Kühnheit. Der Zirk ist auch schon auf 15. Finde ich nice. Ja, ich auch. Würde mich sehr freuen, wenn wir die beiden noch auf 20 kriegen. Mhm. Ist ja nicht so, dass wir wieder immer noch keinen bevorzugen, aber... Nein! Nein! Wir behandeln alle Charaktere absolut gleichwertig. Mhm, mhm. Ich finde es noch viele, das finde ich hier. Oh. Ach, daran! Mensch, die vergesse ich immer. Ich weiß nicht warum. So, das Einzige, was das Kapitel jetzt noch streckt, sind die Truhen. Nein, ja, weil hier gab es drei Truhen und es gibt hier nur zwei Schlüssel, das heißt, Volker muss es einmal komplett rüberlatschen. Na super. Aber hoffentlich lohnt es sich dann auch. In der Zwischenzeit kann Soren sich ein paar Gratis-EP besorgen. Gibt zwar nur 10 EP, aber was man hat, das hat man. Oh, ein Schenkengaul, guckt man nicht ins Maul. Boah, ich mein, Gratis-EP ist immer nice. In Sorens Fall guckt, ein geschenkten Weibern guckt man nicht ins Maul, obwohl er nicht Geschenke gekriegt hat. Ich hab so Weibern Geschenke gekriegt, ich hab einen Lotto gewonnen. Fliegt das so aus dem Weibern durch die Gegend. Wie steuert man das? Du musst B drücken. Wo ist hier B? Naja, der wird niemals sagen. Ah, den Speer kann man diesmal. Dieses Mal kann man den Speer nicht klauen. Naja, dann muss Volker ja eben ohne Speer weiterleben. So, dann malen wir uns jetzt mal den Endgegner mal ganz schnell kaputt. Oh, die brauchen wir noch. So. Wie das aussieht. Hui. Wird schwindelig. Ein bisschen, ne? So. Jetzt bin ich gespannt. Einmal ganz schnell töten, bitte. Wie wäre seine Majestät nicht gewesen, würde ich nicht hier stehen. Für einen Kämpfer ist die höchste Freude, auf einen machtvollen Gegner zu treffen. Daher bin ich dem König zu Dank verpflichtet. Nun, wir sollten das Geschenk, das uns gemacht wurde, genießen. Genieß das. Was sieht aus? All das Gemetzel. Dies ist das Ende. Das ist eben so ein Froschkonzert. Oh mein Gott. So, dann wäre weiter so cool, dass keine Sau braucht. Oh mein Gott, Ziak, du bist verletzt. Lass mich oh mein Gott, das ist wirklich eine Verletzung. Der Typ ist fast tot. Mir fehlt ein Arm. Jetzt ist er wieder dran. Yay, wir können Pflege nehmen. Es kann so im nächsten Kapitel 20 EP rumspammen. So. Jetzt beenden wir das Kapitel. Ach nee, wir beenden es noch nicht. Der, den ich suche, ist hinter dieser Tür. Folgt mir nicht. Ich gehe allein. Sorry, ich bin mit. Ike, warte, ich gehe mit. Ich sag so richtig. Ja, los, nimm Sorry mit. 22 Jahre plus einen Angriff kann man immer gebrauchen. Das Lecky. Nein, Sorin. Wir müssen Ike allein gehen lassen. Der schwarze Ritter gehört ihm. Ihn zu besiegen, ist ein wichtiger Schritt für Ike, über den Tod seines Vaters hinwegzukommen. Idiotisch. Ich höre mir diesen naiven Schwachsinn nicht länger an. Genau. 22 Abo, schon erwähnt. Was ist, wenn ihm etwas passiert? Was dann? Ich denke, Ike ist mittlerweile in der Lage, die Ruhe zu bewahren und einzuschätzen, ob er dem Gegner gewachsen ist oder nicht. Schwarzer Ritter, ich habe Ike getötet. Wenn er das kann, bedeutet das, dass sein volles Potenzial erreicht hat, und dann liegt es bei ihm. Das müssen wir akzeptieren. Ich glaube an Ike. Ich vertraue ihm.
Sein Leben gehört ihm nicht mehr, gehört, was? Sein Leben gehört ihm nicht mehr, ihm allein, was zur Hölle. Ich glaube nicht, dass er so unverantwortlich ist, seine Gefährten zurückzulassen, um an einen Kampf teilzunehmen, den er nicht gewinnen kann. Bitte, Sören. Du teilst doch diese Empfindung, nicht wahr? Mir gefällt das nicht. Manchmal reichen Wut und Urteilsvermögen allein nicht aus. Commander Gral, passt auf euren Sohn auf. Was hält jetzt Sören einfach ab, zu sagen, hey, da hinten ist ein UFO, da reinzurennen? Ja, wie gesagt, 22 AWO plus. Ja. Ist nice. Oh, ich kann schon wieder selbst talken. Es dauert nicht lange. Will ich hoffen. Blackie sieht irgendwie verkummelt aus. Warum bist du nach Crimea zurückgekehrt? Du hattest die perfekte Gelegenheit zu fliehen. Ich will in die Hauptstadt. Nein, das willst du nicht. Der König hatte angeordnet, dich hinrichten zu lassen. Das habe ich mir schon gedacht. Sei es drum, ich bin gewappnet. Du willst keinen Widerstand leisten? Ich glaube nicht daran, dass ich gegen eine eurer Kräfte bestehen könnte. Gegen eine eurer Kräfte? Was ist das denn für ein Deutsch? Keine Ahnung. Das ist extrem freimütig zugegeben. Mein einziger Wunsch war es, der Person nahe zu sein, die mir alles bedeutet. Erfüllt sich dieser Wunsch nicht, dann ist es egal, was mit ihm passiert. Ein letzter Akt der Barmherzigkeit wird sein, dir ein schnelles Ende zu bereiten. Hast du irgendwelche letzten Worte? Ich liebe dich! Wenn ihr Nasir seht, sagt ihm, dass es ihr Ena leid getan hat. Mein Gott. Sollte ich die Gelegenheit dazu haben, werde ich es ihm sagen. Ruhe und Frieden. Bäm. Liebster. Damit ist nicht Blackwing. Dreh dich um und schau mir in die Augen, schwarzer Ritter. Geht nicht, da muss mein Helm abnehmen. Ich habe schon auf dich gewartet, Kind. Gott, bist du klobig. Wie auch um mich umdrehen. Hast du das Mädchen umgebracht? Nein, es ist gestorben. Ich hatte es zwar ihr zwar versprochen, aber mein Streich war nicht sauber genug. Sie atmet noch. Ich nehme sie mit. Dazu musst du schon Gewalt anwenden. Du hast doch nicht etwa das gesegnete... Du hast doch das gesegnete Schwert Ragnarl dabei. Hier ist es. Ich werde nicht zögern, es zu führen, wenn das die einzige Möglichkeit ist, dich zu besiegen. Du scheinst klüger geworden zu sein. Gut, weil einen Dummkopf zu töten ist keine Herausforderung. Sollen wir anfangen? Ach, die darf kommen. Oder... Ah ja, nein, bleib zurück, hol Sören her. 22, AWO plus. Ich werde gegen dich kämpfen. Gegen dich kämpfen? Ich werde niemals zulassen, dass du meinen Bruder tötest. Ah ja, du. Geweint Tochter, wie? Gut. Nun kann ich die ganze Familie vom Angesicht der Erde entfernen. Du wirst dich nicht einmischen, Aya. Dieser feige Hund gehört mir. Wow. Hümpf, mach was du willst. Diesmal machen wir ernst. Ich will so. Tja, kein Sorin, dafür haben wir Super Ragnel mit 1 bis 2 Reichweite, was ziemlich nice ist. 13. Ich würde sagen, da ist ein besonderer Anlass, dass wir überziehen, wir einfach mal knallhart. Gut. Immerhin kriegt ihr hier ein Duell der Superlative geboten. Yeah. Das sieht zwar schlecht aus, aber wir haben trotzdem noch unser Ass im Ärmel. Was für ein absonderliches Schicksal, das uns immer wieder aufeinandertreffen lässt. Komisch. Auch dieses Mal werde ich dich besiegen. Ich habe bisher immer gegen dich verloren. Aber dieses Mal wird es anders sein. Oh. Mein Vater hat mir die Kunst des Schwertkampfes beigebracht. Wenn ich mich an seine Lehren erinnere, kann ich nicht verlieren. Hast du niemals daran gedacht, dass das Anwenden der Techniken, die dein Vater dir beigebracht hat, bei dem Mann, der ihn tötete, Zeitverschwendung ist? Mein Vater hat sich seiner Stärke selbst beraubt, indem er sich die Sehnen seiner Schwerthand durchtrennte. Andernfalls hätte er niemals gegen jemanden wie dich verloren. Ha, das glaubst du wirklich? Dann lass uns deinen Schwertarm auf die Probe stellen. Komm, Sohn von Gewein, des Gewein, zeig mir, wie stark du wirst. Level 20. Ja, mach das mal nach. Wie Ena da liegt. Jetzt ist so in den Kopf über den Boden reingerammt. Ich kann ja nur die Beine rauskicken. Ja. Süß. Oh, 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 oh. Aua! Wow. Oh mein Gott.
Ja, also wenn er das jetzt zweimal hintereinander macht, dann sind wir am Arsch. Aber wenn wir gewinnen wollen, dann müssen wir darauf vertrauen, dass Ike sein Aether aktiviert. Sonst können wir nicht gegen ihn gewinnen. Naja, so kann wenigstens AR ein bisschen leveln. Ja. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt. Weil es nur auch ein bisschen Glücksspiel ist. Glücksspiele können süchtig machen. Ja. Vor allen Dingen, dass, wenn Blackie ihn trifft und Aether aktiviert und so, das ist dann nicht so toll. Ach, Ike! Mach doch mal! Wie gesagt, Glücksspiel. Wenn wir Pech haben, aktiviert Blackie jetzt Mond und Ike ist tot. So ist das Leben, Leute. Okay, cool, der kommt. Ich wusste es. Tschüss, Ike! Du weißt doch, Blackie ist vor der Kamera immer besser als sonst. Ich vergaß. Ah, ich bin nicht stark genug. Leb wohl. Ja, wie gesagt, wir wollten ja eigentlich einen Überlängenbaden machen. Daraus wird jetzt nicht. Blackie hat uns das komplett erspart. Oh, Ike ist weg. Er löst sich nicht mehr auf. Er ist einfach weg. Und wir sind dann im nächsten Part direkt an der Stelle wieder für Italien. Also nicht hätten die Sorin mitgenommen. Nicht 22 Abo plus. Das wäre dann anders ausgegangen. Aber wie gesagt, wir sind beim nächsten Mal wieder direkt davor bei Blackie und dann... Genau. Bis dann.